herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect Andromeda. Wir sind jetzt im Orbit von Kadera. Wir landen auf Kadera, um uns die besseren Snacks zu holen. Die Popcorn genannt. Von der Erde als Schmuggelware mitgenommen worden, wie wir es nennen. Die jetzt als Beweisaufnahme geklaut werden. Von uns. Haben die nicht geklaut. Wir nennen es, naja. Beschlagnahmt. So, dann kommt noch Walt, dann müssen wir auf Aya und dann müssen wir ein bisschen weiterläufen. Nette Ausrüstung haben Sie da, aber das geht natürlich noch besser. Werfen Sie mal einen. Ich bin. Snacks. Thanks. So, zurück zur Tempest. Tempest zurückkehren. So. Dann wohl, dann nochmal Aya und dann den Laden. Und dann wurde übel Richtung Ende. Das ist irgendwie gerade das Schlimmste von der Überlegung her. Das Spiel zeigt deutlich die Spuren des Endes. Alle Systeme im grünen Bereich. Das ist irgendwie das Schlimmste zu wissen. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, okay. Pathfinder. Schon wieder. So, Wetter. Ich hab das Popcorn und dieses Graxen, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Cora etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen haben. So, hätten wir die Snacks auch geklärt. E-Mail-Postfach. Auf da. So. Mach ich jetzt hier oben, das ist einfacher. Ich hab Gespräch über Filme. Achso, ich soll natürlich auch was beisteuern. Ich soll zufälligerweise oben. DM-Track. Jetzt soll es oben. Soll ich mit so weiter oben? Mega cool. So. Liams Idee, sich gemeinsam Videos anzusehen. Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben. Aus Respekt vor den Kroganern. Gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind ihre Videos flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Aya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Okay, das ist interessant. So, gibt's noch was schon zu bereden? Wegen der anderen E-Mail? Das ist mysteriös. Okay, so. Dann, jetzt wohl. Dann, ja, und dann. Keine Ahnung. Sind jetzt im Orbit von Kadera. So, wo ist Walt? Walt war hier oben rechts. Ja, da. Ich glaube, da gibt's einfach nichts, deswegen wird's noch nicht angezeigt. Das ist meine Erklärung dafür. So.
Dann, wo ist Walt? Da. Beginne mit dem Anflug. Tab. So, werden irgendwelche Quests angezeigt? Wenn nicht, zack, bumm, weg. Forward Orbit ist stabil. Nope. Walt ist vollkommen abgeschlossen. Da haben wir jetzt noch Eier und dann wieder geladen. So. Name, ich werde ihn jetzt nicht wieder vergessen. So, auf nach Aya. Vom Markt holen. Und dann gerne von hier. Brauchen Sie sonst noch etwas zu wie Pathfinder? So. Danke. Suchen Sie Angaranische. Sie scheinen sich zu benehmen. Hä? Ich muss in Ruhe. So, jetzt noch zur Krankenstation. Um Lietja, oder wie man die Frau heißt, zu suchen. Weil der Kroganer süß ist irgendwie. Wo ich langsam das Gefühl hatte, der Kroganer hat ihm was angetan oder so. Danke. Sie haben hier nichts verloren. Rorik hat mich gebeten, nach Ihnen zu suchen. Er wollte, dass ich Ihnen dieses Kryo-Armband gebe. Rorik? Ich will es nicht. Nehmen Sie es weg. Ich will mit Rorik nichts zu tun haben. Mit keinem von Ihnen. Sie haben viel durchgemacht, oder? Sie würden es nicht hören wollen. Doch. Warum versuchen Sie es nicht einfach? Ich wurde von Plünderern angegriffen. Von Fremden, die mich zum Sterben zurückgelassen haben. Ich dachte, wenn ich nach Aya komme, würde ich mich bei meinem Volk sicher fühlen. Ich könnte vergessen, was geschehen ist. Aber jetzt sind Sie hier. Egal, wohin ich auch gehe. Ich kann den Fremden offenbar einfach nicht entkommen. Ich will nur, dass Sie alle verschwinden und mich in Frieden lassen. Sie wurden von Plünderern angegriffen? Ja, auf Eladen. Sie sagten, sie hätten Bergungsgut zu verkaufen. Und ich war dumm genug, sie zu begleiten. Sobald wir allein waren, sind sie über mich hergefallen. Sie haben mein Schiff genommen und sind weggeflogen. Mich haben sie einfach dem Tod überlassen. Wie sind sie wieder zurückgekommen? Ich bin gelaufen. 3 Stunden mit mehreren gebrochenen Rippen durch die Dünen. Dann hat mich eine andere Bergungsgutsammlerin mit nach Kadara genommen. Ich dachte, Aya würde niemanden von Kadara aufnehmen. So ist es auch. Aber ich habe ihnen erzählt, was vorgefallen ist, und sie haben mich willkommen geheißen. Aphra hat mich aufgenommen. Er sagt, eine Kämpferin wie ich würde gut zum Widerstand passen. Ich dachte so lange, ich bräuchte mehr als das, was mir die angaranischen Welten bieten können. Aber ich lag falsch.
verlieren Sie nicht den Glauben. Einigen dieser Fremden liegen Sie am Herzen. Ach ja? Und wem? Rorik zum Beispiel. Er hat mich schließlich gebeten, nach Ihnen zu suchen. Sie haben einiges auf sich genommen. Und das für jemanden, den Sie gar nicht kannten. Wieso? Viele von uns versuchen, in Helios Gutes zu tun. Wie Rorik. Oder ich. Rorik. Ich hätte wissen müssen, dass er sich Sorgen um mich macht. Darf ich dieses Armband nochmal sehen? Er hat es tatsächlich angefertigt. Er sagte, Sie könnten es benutzen, um ihn wieder zu besuchen. Ich werde noch etwas Zeit brauchen, aber ich denke, das könnte ich tun. Ich kenne Rorik. Wenn er wüsste, was passiert ist, würde er sich die Schuld dafür geben. Es wäre also besser, wenn er die Wahrheit nie erfährt. Es ist natürlich Ihre Entscheidung. Aber denken Sie bitte darüber nach. Yay. Ich wollte mich dafür bestrafen und so gesehen. Es sind Vorfälle, die überall passieren können. Also ob die Captain nach Aya marschieren und komplett Aya niederbrennen oder ob jetzt sie auf Elan von Blinderen überfallen wird. Überall ist man unsicher. Und man darf halt dann nicht überall Angst haben. So erreicht man dann nicht. Deswegen bin ich halt der Meinung, ich soll es weiter probieren. Vor allem erstens auch für Rorik, weil dem liegt wirklich was an der Person und so natürlich weiter unterstützt. Ein Kroganer, der sich darum kümmert, dass gewisse Personen zurückkehren können. Fremde Spezies, das heißt bei Kroganern, wie zum Beispiel bei Morda, nicht der Fall wäre. So, Docksteuerung zu Tempest. Hier sind noch Eladen. Dann nochmal gucken, welche Quests übrig sind und dann geht's schon zum Ende zur Hauptquest. Ist natürlich hot. Das ist wirklich hot. Das ist Nia. Ryder, also das heißt Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Warten jetzt. Zurückeroberte Vorräder. Das wusste ich doch schon. Also das wurde mir doch schon gesagt. So. Öffnen. Schalt. Du bist hoffentlich hier. Unten. Sie die Komponenten gekauft? Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Goda Taveterra. Die Trilogie Luleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. Okay. Ach du. Okay. Ach, einfach. Ich mache mich auf zum Nachladen. Ist schon geladen. Und dann noch ein Nahlichtsystem. Laden hier. Eine Quest haben. Das wird die sein mit den Zwiespalten in ihren Reihen. So. Wir laden. Wir sind auf Kurs. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben eine, ne? Stimmt. Ja, guck mal. Jetzt hätte ich es gewusst. Achso. An Bord. Von Bord gehen. So, mal gucken, ob ich schon wieder eine E-Mail kriege, wenn wir dann drauf fahren. Und jetzt geht es noch um Elad.
Obwohl, falls das hier eher zu Ende ist, wie zum Beispiel Schatten des Krieges, also Mittelerde rauskommt, könnte ich mir eigentlich schon ein Spiel vorstellen, was ich zum Ersatz bringe, was vom selben Entwickler ist. Ich könnte mir vorstellen, Dragon Age Inquisition nochmal zu spielen. Ich habe bloß, weil ich einen perfekten Vergleich hierzu schon wieder habe. Ist ja eigentlich bloß genau dasselbe Spiel, nur in der Zeit im Mittelalter her. Boah, es ist halt. Lilith frustriert mich. Ich versuche konsequent zu sein. Sie lehnt sich auf. Ich gebe die Regeln vor. Sie lehnt sich noch mehr auf. Genau das ist ihr Problem. Natürlich braucht es Hintergrund. Rauch in der Ferne. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Gut, dass ich da jetzt sehe, Frau. Cat, die andere Cat töten? Ich sage, wir gehen rein und räumen ordentlich auf. Ist das jetzt eigentlich so eine Aktion, wo ich einfach sagen, nicht dein Ernst? Wenn wir rausfinden würden, dass Cat sich uns anschließen wollen würde. Das wäre jetzt so der Moment, wo ich denke, ne, nicht dein Ernst. Cat-Datenpad. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Kannst du die Sperre irgendwie umgehen? Das übersteigt meine derzeitigen Möglichkeiten. Was? Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. So viel wäre dabei bestimmt eine Hilfe. Wollte gerade sagen. Kurz vorm Ende, da kann ich mich erzählen, dass das nicht möglich ist. Aber wie gesagt, das wäre ein Spiel, was mir vorstellen könnte zu spielen noch. Auf Let's Play Basis. Kommt natürlich darauf an, wie lange das hier noch hält. So, wenn das wirklich bis Schatten des Krieges hält, kein Problem. Wird gemacht. Wenn nicht, das wäre so eine Möglichkeit, die ich als Ersatz nehmen würde. Das sind ja noch Ferien dazwischen. Da werde ich ihn wahrscheinlich so machen, dass ich die Projekte, die am Sonntag und am Samstag laufen, dann wieder täglich springen kann, bis die dann zu Ende sind. Dass die halt ein Ferienprojekt sind und dann. Also kein Ferienprojekt sind, dass es zum Beispiel eh ein Ferienprojekt ist, was ich mir vorstellen kann, dass wieder was dann kommen wird. Halt die, die irgendwann mal zu Ende sind. Vielleicht werden noch andere Spiele mal ersetzt nach der Zeit oder so. Keine Ahnung, wird alles nach der Zeit sichtbar sein, wie es wird. So, mal gucken. Wir sind jetzt gleich wieder im E-Mail-Bereich und mal sehen, was jetzt wieder kommt. So, mit Zubi reden. Heißt du? Hallo! Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres... Zurück auf... Das wissen wir doch schon. Ist langsam reich. Du nervst. Terminals, Pathfinder. Ich guck jetzt immer wieder. So, Suvi. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch. Fast gesichtslos. Es gibt noch so viel, was wir über die Funktionsweise ihrer Gesellschaft nicht wissen. Die Sachen, die sie mitgebracht haben, werfen vielleicht etwas Licht auf diese Fragen. Und da wir gerade davon reden, dieses Gerät, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben. Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan. Nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Soll das heißen, ich muss ein paar bestimmte Cat aufspüren? Das wäre unmöglich, Ryder. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Okay.
Und jetzt fällt mir noch ein, was ich machen wollte. Ich muss hier runter. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Und mit Sam reden. Das habe ich ganz Zeit nicht gemacht, wenn es um die Crew ging. Immer den Alexander KI ausgelassen. Hallo Ryder. Ihre Entscheidung an Bord der Salarianischen Arche war nicht einfach. Ihr Vater ist mit derartigen moralischen Dilemmas anders umgegangen. Dad war daran gewöhnt, Entscheidungen über Leben und Tod rasch zu fällen. Ich weiß jetzt, dass seine Wahrnehmung davon beeinflusst wurde. Für Alec war der Tod ein Problem, das gelöst werden musste. Ich bin ihm jetzt schon mehrmals begegnet, seinem Tod und ihrem. Und was hast du von uns über das Sterben gelernt? Das Selbst wird durch Erfahrungen geformt. Der Tod ist die einzige Erfahrung, die das Selbst beendet, bevor es ihn versteht. Ist der Tod damit Vollendung? Oder eher ein Ausdruck, der unterbrochen wird, bevor er sich vollständig formen kann und dann vielleicht eine andere Antwort geben würde? Ich kann nachvollziehen, warum sie das fasziniert. Naja, Humor. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Was macht ein Steak unterm Sofa? Ich weiß es nicht, Sam. Sich verstaken. Okay. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Ich formuliere gerade einen neuen. Okay. Danke, Sam. Das genügt. Oh, ich habe mir ein Schiff gekauft. Das hängt jetzt da. Ah, Haustier, ja, hi. Junge, feine Grüße, Junge. Ah, das ist cool. So, Lexi. Ich möchte gerne rein und mit Lexi reden. Ich will das Datenpad in den Schlüsseln. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt. Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enmore? Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Wow! Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Gefährdet das unsere Sicherheit? Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus... Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab, verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Jemand hat es auf den Archon abgesehen. Ich würde sagen, das können wir ausnutzen. Sie wollen doch nicht etwa irgendeine Vereinbarung treffen? Das weiß ich noch nicht. War das der gesamte Inhalt der Übertragung? Anscheinend ist es immer dasselbe. Es wiederholt sich. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Auf ihr. Ah, Primus, was für ein Zufall, dass ich genau an den dachte, als ich das gehört habe. Ich muss ja noch Eos. Okay, aber das interessiert mich jetzt echt. Also, das könnte genau das passieren, was ich mir dachte. Dass, ja, wir tun es mit Cat verbinden haben. Was macht das für einen Sinn? Ich meine, die Sache, der Archon ist auf jeden Fall an die, ist daran gebunden. Er möchte Relikte, die Relikte erkunden, Meridian erobern und die, den Aufstieg vollführen. Während die wirklich nur den Aufstieg machen wollen. Der Aufstieg ist ja das tragende Problem, dass wir das entführen. Das Pisier-System, Heimat von Eos und Prodromos. Von Leuten, um die dann zu verdingsen. Zu kettisieren, oder wie das hieß. Aber zugleich interessiert mich das total.
Ist es wirklich möglich, sich mit den Cat, mit anderen Cat-Truppen zu verbinden? Vielleicht doch den Frieden am Ende auszuhandeln? Wir wissen ja schon mal, der Archon ist nicht der oberste Anführer. Der Archon ist bloß, sagen wir mal, die Werte passen, Vize- Präsident. Also er ist die zweite Position. Es gibt auf jeden Fall auf ihrer Heimatwelt den größeren. Das ist noch so interessant. Ob die jetzt wirklich versuchen, den Archon abzusetzen. Ich sitze jetzt oben in der Basis, ne? Da oben. Das ist nicht direkt die Basis. Wird er mit uns reden oder sofort davon schießen? Ich bin mir überall so unsicher. Was wird passieren? Ich meine, es ist ein Cat. Warum sollten die mit uns reden und nicht sofort uns töten und alles? In der Höhle oder was? Ja, in der Höhle. Ach du Scheiße. Kurz gebremst, ist reich. Ah, jetzt grün hat er schon mal in den Kampf. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Sie werden sie nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Waren die schon mal komplett. Das ist nichts Neues mehr. Wir sind bei dem Nachpunkt, den Zuvi uns gegeben hat. Aber hier ist nichts, nur dieser Sender. Das ist wahrscheinlich ein Proxy, um die wahre Position zu verschleiern. Wer immer dahinter steht, der Archon soll nichts davon erfahren. Das ist jetzt so eine Art Jahr nach dem Außenposten. So ein Versteck. Das sieht nach Cat-Tech aus. Also ich meine es auf jeden Fall komplett ernst. Das würden die es nicht so stark machen. Ich finde das gerade so interessant, ne? Wissen, dass Cat sich gegen Cat wenden ist sowas Hartes, finde ich persönlich. Und vor allem die Interesse, die ich gerade darin ziehe, was wird passieren. Ich meine, sie sind gegen den Archon, okay. Vorteil für uns, aber was für ein Vorteil? Inwiefern bleibt das vor? Gegner. Freunde! Und schießen auf uns. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universal. Findest du ja jetzt ein ganz darunter. Werkzeug mit der Information. Das ist immer noch so interessant. Ich bin gar nicht mehr auf, an dieser Quest zu folgen. Das ist so für mich jetzt wieder was ganz Neues. So was, was ich hätte gedacht, okay, die kämpfen gegeneinander. Aber nicht, dass du irgendwie eine Chance hast, uns auf die Spur zu gehen und sowas. Das Schwarzfeld-Signal kommt und geht. Sie haben zwar das Wetter hingekriegt, aber einen klaren Empfang würde ich das nicht nennen. Eos ist immer noch Grenzgebiet. Erobert, aber nicht gezähmt, wie wir immer sagen. Ja. Ich muss sagen, ich muss erstmal die Folge beenden. Was ist jetzt haben noch? Sie nie nach Ihrem Vater gesucht? Was ist noch mit? Ich hab's versucht. Den ich hab Cat passiert. Laut und deutlich. Erfahren wir in der nächsten Sie Folge. Waren ein Kind.
Eine sichere Methode, damit jemand verschwindet, besteht darin, ihn wissen zu lassen, dass ihn jemand anderes sucht. Entweder Dad oder wer auch immer ihn hat verschwinden lassen. Also den Kettner passiert, da freuen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Dass er zurückgekommen und wir sehen wäre, uns wenn bis zum nächsten hätte. Mal. Ich werde die Wahrheit nie erfahren, also nehme ich die Lüge, die alles erträglicher macht. Tschüss.